Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Medieval 2 Total War mit den Ägyptern. Wir werden gleich eine Schlacht schlagen gegen die Venezianer, die uns hier in Iraklion belagern mit einer... Ihr hasst mich, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Ja. Man sagt, ihr habt Angst, mich anzugreifen. Mit einer starken Armee, also... oder einer großen. Na? Ein paar Ritter sind auch dabei. Ja, ich hoffe mal, dass wir... die mit unseren Bogenschützen gut dezimieren können, dann schaffen wir es vielleicht. Ansonsten sieht es hier ganz in Ordnung aus. Wir haben beim letzten Mal hier leider eine Schlacht verloren, sonst hätten wir noch eine Stadt gehabt. Ja, das hier wird sich regeln, die Unzufriedenheit. Also es liegt jetzt gerade an der Religion. Eure Befehle, mächtiger Sultan. Unsere Schiffe sind wieder da. Ja, dann greifen wir gleich... Flotte an. Kämpft bis zum Tod. Sieg! Naam, großer Sultan. Großer Sultan. Ja, okay. Also, wir beenden die Runde und wahrscheinlich wird jetzt die Schlacht beginnen. Ja, so habe ich es mir gedacht. Ja, die haben leider ein Katapult. Ich bin mir nicht genau sicher, wie wir das schaffen sollen. Zeit und Ort für die Schlacht sind klar. Hoffentlich auch unser Sieg. Bis jetzt haben wir nur Städte verteidigt. Bei Burgen gibt es auch mehrere Verteidigungsringe, hinter die man sich zurückfallen lassen kann. Die Katapulte sind hier hinten. Das sind leider die schlechten Bogenschützen. Bogenschützenmiliz, glaube ich. Ja. Die können nicht mal so weit schießen. Ja, was machen wir dann? Ich glaube, wir versuchen es trotzdem. Also ich lasse mal hier ein paar Bogenschützen. Am besten gleich zwei. Falls sie so weit schießen können. Wenn nicht, dann müssen wir gucken, wo sie eine Bresche schlagen. Gegebenenfalls müssen wir uns dann wieder komplett zurückziehen auf den Platz. Ja. Dann haben wir echt schlechte Karten, wenn wir uns zurückziehen müssen. So, wir setzen so lange mal die Bogenschützen hier überall an der Mauer ein. So. Der General. Nee, ich tue den lieber auf diese Seite. Gut, die Sperrmiliz lassen wir erstmal unten. Mal sehen, vielleicht brauchen wir sie auch auf den Mauern. So, wie ich es mir gedacht habe, können wir leider nicht schießen. Jetzt seine Katapulte weiter vorschieben oder von hier aus schießen? Okay, wir spulen vor. Ah gut, er kommt ein bisschen vor. Ich glaube, wir können drauf schießen. Oh, der kommt ziemlich weit vor. Ja, okay. Ah, wir können die erledigen. Also er möchte gern die... Er hätte wohl lieber die Mauer beschießen sollen, weil jetzt muss der zu nah ran. Ehrlich aus, ich hoffe, wir können ihn erledigen, bevor er zu viel von unserer Mauer zerstört. Können die noch nicht schießen? Ja, wir schicken die mal hier hin. Dann können sie vielleicht... Also da stehen keine Bogenschützen, die wir wegbewegen müssten. Nee. Ja, wir schaffen es aber. Jetzt können beide... Truppen schießen. 36%. Ne, das schaffen wir auf jeden Fall. Gut. Ja, kommen noch zwei Stück. Die verschießen natürlich ihre ganzen Pfeile jetzt. Oh, scheiße.
Okay. Bleibt noch einer. Einen müssen wir noch umlegen. Gut, okay, das war's. So, den müsst ihr nicht mehr töten. Aber hier müsst ihr drauf schießen. So. Oh, abgesessen Feudalritter. Das wird hier gefährlich auf jeden Fall. Einmal Speerträger müssen wir dahin bewegen. Die kommen wahrscheinlich nicht rechtzeitig an. Gut. Der Rambok. Hat er noch andere Leitern? Nee, also einmal Leitern hier. Rambok, Belagerungsturm. Nein, mehr hat er nicht. Okay. Ja, so können wir es schaffen. Vielleicht schaffen es die Ballisten noch. Oh, das wird hier gefährlich. Haben die gerade die Leiter fallen lassen? Nee, die heben die gerade auf. Ja, gut. Die Ballisten werden es vielleicht schaffen, den Rambok zu zerstören. Dann haben die Mauern erreicht. Komm, beeilt euch. Verteidigt eure Häuser und Frauen. Lasst sie nicht weiter vor. Okay, hier wird es sehr schwierig. Da brauchen wir jetzt. Ah. Ja, ich hoffe mal, die kommen rechtzeitig an. Wenn der Rambok zerstört wird, dann können wir da noch mehr Truppen hinbewegen. Ansonsten nicht. Oh, 81 sind noch übrig. Das wird nix. Ja gut, die Leibwache können wir vielleicht umlegen. Ah, der Rambok zerstört. Die holen wahrscheinlich einen neuen, aber so lange schicken wir weitere Truppen dahin. So, wir machen Platz mit unseren Bogenschützen. Die müssen wir woanders hinschicken. Am besten. Ja. Am besten, wir machen hier ein bisschen Platz. Oder nein. Kleinen Moment. So, die schicken wir hier hin. Die Tricks des Feindes. So, haben wir die schon losgeschickt? Ja, bitte beeilen. Der Belagerungsturm ist zerstört. Verflucht sei die Sonne, die auf unsere Schmach. Die holen natürlich den nächsten Belagerungsturm. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Ah, der Belagerungsturm. Okay, der ist zerstört. Das ist gut. Dann können wir noch eine Sperrmiliz rüberschicken. So, die Frage ist, von welcher Seite wir. Okay, die schicken wir hier hin. So, so lange können die von der Seite reinballern. Oh, verdammt, die fliehen. Ja, das wird schwierig. So, die schicken wir auf die andere Seite drauf. Wo ist der zweite Belagerungsturm? Aber gut, um die Kavallerie müssen wir uns nicht mehr sorgen. Ich würde sogar so weit gehen. Ja, ich würde sagen, die nächste Truppe können wir auch abziehen. Ich glaube, viele Ritter sind hier nicht mehr übrig. Verflucht sei die Sonne, ah, doch. Die unsere Schmach scheint. Aber wir können jetzt von zwei Seiten angreifen. Oh, die können von hier auch rüberschießen. Das ist gut. Das sind doch die, oder? Oder das waren die. Ja, die sollen hier weiter drauf schießen. Das ist ein guter Winkel.
Aber wir sollten die Pfeile nicht an die Ritter verschwenden. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig. Am besten wir töten den General natürlich. Das habe ich vollkommen vergessen. Wenn der General tot ist, dann werden auch die Truppen dort oben fliehen. Dann hat sich unser Problem erledigt. Wo ist er denn? Ist er schon tot? Sieht so aus, als wäre der General schon tot. So, die schießen hier weiter gut von der Seite drauf. Komm, Angriff. Komm, töte ihn. Die stehen hier echt. Naja, die können nichts anderes machen. Okay, der ist weg. Ja, komm, ich glaube, wir schaffen es noch. Ne, von hier droht wirklich keine Gefahr mehr. Die einzige Gefahr droht von dort. Da schießen wir jetzt auch rüber. Da müssen jetzt alle drauf schießen. Oh, hier sind schon einige gestorben. Allmächtiger! Diese verfluchten Vipern sind mit einem Rambock an unseren Toren! Also ich finde, die Ägypter haben echt die besten Sprüche. Bei denen ist immer alles dreimal verflucht und sowas. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja gut, stimmt wahr. Ja, die rühren sich aber nicht mehr wirklich. Was soll's, damit kann ich leben. Hier haben wir noch einmal Sperrmiliz. Ich weiß allerdings noch nicht, wo wir die hinschicken sollen. Ja, das war's. Ich glaube, die werden nicht mal das Tor einrammen können. Nachrichten. Unser dreimal verfluchter Feind greift unsere Tore mit Rammböcken an. Gut, die Truppen fliehen langsam. Sultan, unsere Belagerungsmaschinen liegen brach. Wir müssen sie wieder bemannen. Gut, wir haben sie verjagt. Zu unseren Gunsten zu wenden. Aus solchen Wendungen entsteht der Sieg. Ja, das war schon ein bisschen knapp. Wir haben auch gerade keine Pfeile mehr. Naja, die Truppen schon, aber sonst. Gut, da müssen nur noch einige fliehen. Ja, komm, tötet die noch. Geht das? Ja, das können wir nicht mehr. Ja gut, wir gehen mal raus, um denen ein bisschen Angst einzujagen, damit sie endlich weglaufen. So, komm. Laufen die jetzt endlich oder nicht? Gut. Ja, wir gucken noch, wen wir umlegen können. Gut, dann werden wir die Schlacht. Ah, wir stellen uns mal hier vor. Vielleicht kriegen wir noch ein paar. Ja gut, das reicht. Der Sieg ist unser. Möge der Sieg unsere davongetragenen Wunden lindern. Ja, seine Truppe ist... Er hat noch viele Männer übrig, aber die sind uns... Die werden nicht mehr gefährlich sein. Ja, wir konnten zum Glück das Katapult zerstören.
Ansonsten hätten wir ziemlich große Probleme gehabt. Leben die Krieger des Islam. Und die Ballistentürme, ja. Also die sind echt... Die hauen echt rein. Die haben den Rambock und den Belagerungsturm zerstört. So, die sind hier immer noch unzufrieden. Sultan! Befehle? Na'am! Wie kann ich dienen, Sultan? Na'am! Sultan! Ich weiß nicht, ob ich da noch was machen kann. Ich rekrutiere erstmal neue Truppen. So. Ja, haben wir hier einen... Nee. Na'am! Ja, was können wir denn machen? Wie kann ich dienen, Sultan? Zerstören wir den mal. Okay, weil hier ist es anscheinend ähnlich wie in Rome, dass die Gebäude der anderen Kulturen Konflikte verursachen, bloß nicht so stark. So, Rhodos wurde ausgebaut, wir bauen den Hafen aus, die Straße und können uns noch eine Bogenschützenmiliz leisten. So, in Akkon wurde der Schützenplatz ausgebaut. Die hier verbessern wir. Die hier nicht. Weil die müssen erstmal. Wir rücken ab, Sultan. Ach, die sind jetzt echt nicht wert. Komm, tschüss. Gut. Sultan! Mein Sultan. Wie kann ich dienen, Sultan? Ledern uns ein. Wo ist die Armee, die wir letztens. Ja. Hier ist die, okay. Sofort! Verbinde unsere treuen Armee. Es ist mir eine Ehre. So, dann rekrutieren wir wieder einige Leute. Am besten weiter Sarazener-Miliz. Und ein Katapult wäre nicht schlecht. So, hier haben wir die Diebeskelle, die reißen wir ab. Das Bordell auch. Aber hier ist es noch nicht ganz so schlimm wie in Konstantinopel. Euer Volk besteht einzig und allein aus Gotteslästerern. Was können wir denn dagegen unternehmen? Euer Volk besteht einzig und allein aus Gotteslästerern. Soll ich die mal kurz zur Hauptstadt machen? Wie sieht es dann im Rest des Reiches aus? Sieht immer noch gut aus. Wir lassen das mal kurz so, damit es... In der nächsten Runde die Unruhen dann aufhören. Ich denke mal, die sind dann weg. Ich werde euch ehrenhaft besiegen. Ja, den lassen wir mal automatisch schlagen. Dies wird ein ehrenhafter Kampf. Alhamdulillah! Wir haben gesiegt! Wir gewonnen. So, die haben wir jetzt auch weg. Ach, die Venezianer haben ja noch ihre Truppen. Die Venezianer haben ihre Truppen noch auf dem Schiff. Das heißt, wenn wir schnell genug sind. Kleinen Moment mal. Befehle? Wir rücken ab, edler Herr. Natürlich, Sultan. Wenn ihr uns loswerden wollt, wollte seine Truppen denn abgezogen. Etwas anderes unternehmen. So, wir machen jetzt erstmal alle gegnerischen Flotten platt. Die Ungläubigen überlassen uns das Meer. Ja, Sultan, greifen an. Das Meer gehört uns, nee, großer Sultan. Die Rebellen sind egal. Greifen die Flotte der Ungläubigen an. Wir müssen allerdings die Flotte wieder reparieren. Kurs gesetzt. Die Sizilianer sind hier schon ganz schön lang. Haben noch nicht angegriffen. Ich vertraue denen aber nicht. Ach ja, wir müssen die Truppen hier wieder. Hier muss ich das machen. Na'am! Sultan! Befehle? Na'am!
Befehle? Na Arm! Sultan! Na Arm! Befehle? Na Arm! Gut. Wo sind die? Hier? Wie kann ich dienen, Sultan? Ach, Sarazener Miliz kann ich jetzt auch rekrutieren. Ja, sollen wir das mal machen? Ist der Unterschied groß? 7, 14? 6 und 9? Ja, das kann man so sagen. Gut, dann entlasse ich die hier. Und stattdessen rekrutieren wir Sarazener Miliz. Ach, stopp mal, die Flotte konnten wir auch hier reparieren. Eure Befehle, mächtiger Sultan! Die Reise geht morgen noch ein Sultan. Ich bin Diener Ketzer des Islam. Oh, der ist aber richtig stark. Assalamu alaikum. Großer Sultan? Dann machen wir den mal mit dem hier platt. Wer verbreitet Lügen, Sultan? Assalamu alaikum. Sofort. Ich bin Diener des Islam. Wir wünschen euch den Tod. So, sollen wir die mal damit belagern? Oder ich warte noch, bis die restlichen Truppen eintreffen? Also, wir beenden die Runde. Konstantinopel sind die immer noch ziemlich unzufrieden. Ich hoffe, es wird keine Rebellenarmee. Oder haben die uns rausgeschmissen? Nee, noch nicht. Ja, gut. In der nächsten Runde sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein. Hier sind die Leute zufrieden. Hier aber nicht. Steuern niedrig. Oh, das hilft aber nicht. Autsch. Ah, ich muss da mit der Armee wieder rein. Sofort! Also in Konstantinopel sollte in der nächsten Runde wieder Ruhe sein. So. Einmal arabische Kavallerie würde ich hier ausbilden, falls wir wieder irgendwelche Katapulte oder sowas auslöschen müssen. Naam, großer Sultan! Ach, mit den Sizilianern befinden wir uns jetzt aber im Krieg. Ja, Sultan. Gut, dann kann ich die Folge auch, die Flotte auch erledigen. Das Meer gehört uns, großer Sultan! Eure Befehle, mächtiger Sultan! So, wir reparieren mal die Schiffe nacheinander. Ja, Zufriedenheit ist immer so ein Ding. Großer Sultan, das geht nicht. Assalamu alaikum. Wie der Sultan es wünscht. Wir können ja mal gucken, können wir schon wieder einen Dschihad starten? Diener des Islam. Nee. Großer Sultan. Einfach mal so, also ich würde da eigentlich nicht dran teilnehmen, aber wir könnten dann wenigstens ein paar Gegner beschäftigen mit unseren Brüdern im Glauben. Ja, okay, jetzt können wir aber da angreifen. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Wie mein Sultan befiehlt. Komm, die hier schicken wir noch Befehle? Mit. Wer will? Und wir greifen an. Sultan, wir sind zum Angriff bereit. Die Tore sind leider nicht offen. Belagere den Feind. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Euch sollte man für eure Ketzerei den Prozess machen. Wir müssen mal... Wo sind die Dings denn? Die... Meine Ohren sind die euren. Die Mongolen, ich habe die leider aus den Augen verloren. Hab da nicht mehr aufgepasst. Ich hoffe mal, dass sie nicht zurückkommen und uns angreifen. Ich werde schon bald eure Frauen und euer Land genießen. Ja, träum weiter. Ich bin Diener des Islam. Gut, wir beenden die Runde. So, in Konstantinopel geht es wieder gut. Ja, die Sizilianer haben hier eine Kreuzfahrerarmee geschickt. Es ist mir eine Ehre, die Mauern zu verteidigen, Sultan. Ich glaube, wir werden es schaffen. Wir haben die Stadt ziemlich gut besetzt.
Da mangelt es eigentlich an nichts. Alexandria wurde ausgebaut. So, Hafenviertel. Das sollte mehr Geld bringen. Kampflos werden wir euch diese Region nicht überlassen. So, wen haben wir hier? Leidet ihr den Feind? Na, großer Zerstören Soldat. Jetzt mal die ganzen Flotten wieder. Kämpft bis zum Tod. Sieg! Eure Befehle, mächtiger Sultan. Ja, Sultan, greifen an. Die Ungläubigen Gut. überlassen uns das Meer. Greifen die Flotte der Ungläubigen an. Das Meer gehört uns, großer Sultan. So, noch ein bisschen Kavallerie und Sarazenermiliz. Gucken wir mal, was der Feind so hat. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Ein Haufen Söldner. Ja, unsere Truppen sind leider ein bisschen angeschlagen wegen den Aufständen. Okay, wir haben hier im Nahkampf... Effektiv gegen Panzerung, okay. Ich glaube, ich suche den ja, wir werden es schaffen. Mein Feind. Ich meine, er hat auch ziemlich viele schlechte Truppen, slawische Söldner. Wenig, er hat fast keine Ritter. Ein paar Einheiten vielleicht, das werden wir auch schaffen. So, den hier geht's, glaube ich, wieder gut. Ich versuche mal wieder mit meinem Ich kann ja einen hier lassen. Ich lasse einfach mal den alten hier, den Sultan. Oder den Sultan schicke ich lieber nach Konstantinopel, dann lassen wir... Dann lassen wir hier Alarm. Lassen wir drin. Wir nehmen mit... Sultan! Na, wie kann ich dienen, Sultan? Ja, gut. Die Truppen nehmen wir alle mit. Die hier nicht. Ah, nee, das können wir nicht. Das ist echt scheiße. Ja, edler Herr. Wie Achso. mein Sultan befiehlt. Okay, doch, können wir. Okay. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Natürlich, Sultan. Hier bilden wir mehr Sarazenermiliz aus. Damit wir Konstantinopel danach wieder verstärken können. Gerechtigkeit walten. Ja, und hiermit würde ich dann die Folge auch beenden. Ja, wir konnten, glaube ich, keine weitere Region erobern. Ja, wir haben hier mit den Unruhen wieder zu kämpfen. Aber in der nächsten Folge dann wieder. Und dann werden wir hoffentlich die Byzantiner endlich ganz aus Kleinasien verbannen. Wir werden natürlich mit dem Kreuzzug zu kämpfen haben. Ja. Ich beende mal noch die Runde. Die werden uns vielleicht angreifen. Nee, haben sie nicht. Okay. Also, die Engländer wollen noch irgendwas. Werter Feind, Waffenstillstand. Wollen wir versuchen, zu einem Abkommen zu gelangen? Ich würde zustimmen, aber ohne Niemals. Geld. Niemals! Dieses Treffen war recht nutzlos. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Anschauen. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Let's Play Medieval 2 Total War mit eurem Hannibal. Also, tschüss!